Gehen wir unter? Ich konnte diesen Köter noch nie leiden. Louis, gehen wir unter? Du stellst die falsche Frage, Jacob. Und welche ist die richtige? Wer nicht? Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video, Jungs. Heute geht es einmal um ein relativ interessantes Thema, denn ich merke, ziemlich viele von meinen Kollegen und generell auch Menschen wollen sich mit dem Thema Investitionen befassen, weil sie von selber merken, dass ihr Geld weniger wert wird. Und das wird beschleunigt, gerade durch diese Corona-Pandemie, weil so viel Geld einfach in diesen Finanzkosmos reingeblasen wird von der EZB. Und auch generell, Staaten drucken einfach gerade mehr Geld, um diese Pandemie zu stemmen. Ihr merkt ja selber, Kurzarbeit ist da, vielen Unternehmen geht es nicht besonders gut. Und um das Ganze zu kontern, wird Geld gedruckt, um volle Kassen zu haben und das Ganze stemmen zu können. Das hat zur Folge, dass euer Geld, wenn ihr Geld spart, prinzipiell erstmal wieder weniger wert wird, weil mehr zur Verfügung steht, kann es sein, dass das Ganze weniger wert wird. Oder kann nicht nur sein, ist so. Kurzes Beispiel. Ihr fahrt in den Drive-In bei Mc's und wollt einen Cheeseburger haben. Typischer Standard. Früher seid ihr da reingefahren und habt für 1 Euro einen Cheeseburger gekriegt. Was kriegt ihr da heute? Nichts. Ganz einfaches Ding. Jetzt kostet der Cheeseburger nämlich 1,20 oder wahrscheinlich auch mehr, weil ich war schon lange nicht mehr bei Mc's. Aber daran merkt ihr einfach, euer Geld, was ihr habt, hat gerade in dem Moment weniger Kaufkraft und ist ja prinzipiell erstmal nicht so geil. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist also Geld zu sparen, was ja prinzipiell erstmal gut ist, aber das einfach liegen zu lassen. Heißt Tagesgeldkonto, Geld drauf, liegen lassen, verliert unheimlich viel Wert. Und das merkt ihr, wenn ihr sagt, ihr möchtet jetzt für die Rente sparen. Ihr legt jeden Monat 100er zur Seite. Ihr möchtet irgendwann euch mal was leisten können. Das Geld ist am Ende eures Finanzzykluses kaum noch was wert. Wenn ihr jetzt 1000 Euro anlegt, also legt es auf euer Sparbuch, auf euer Tagesgeldkonto und wartet 40 Jahre, dann ist das Ganze noch 450 Euro wert. Weil man einfach so viel Geld in den Kosmos bläst und die Nullzinspolitik auch gefahren wird, weil das Geld gerade so billig ist, so gesehen. Jetzt ist natürlich interessant, wie kann man das Ganze kontern? Ihr investiert einfach zum Beispiel, wenn ihr nicht viel drüber nachdenken wollt, in ein ETF. Ein World Index, da sind alle Aktien drin, die so gesehen wichtig sind. Und das Ganze arbeitet ja für euch. Ihr bespart einen ETF. So wie ihr wollt, sagen wir 100 Euro jeden Monat in einen ETF oder in zwei, zum Beispiel einen World Index und einen Emerged Market. Heißt, ihr habt die etablierten Länder und ihr habt auch noch Entwicklungsländer. Heißt, ihr habt ein 70-30 Portfolio, 70% World Index, 30% Emerged Markets und ihr habt einfach ein solides Portfolio, nach dem ihr gehen könnt, wo euer Geld prinzipiell auf lange Sicht erstmal nicht weniger wert wird. Normalerweise hält das seinen Wert oder im besten Fall, je nachdem, wann ihr da rauscasht, geht ihr damit plus raus. Das ganze Geld, was ihr anlegt, wächst so gesehen mit der Wirtschaft. Was Besseres kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Das Ding ist, was ich im Moment meinen Leuten erzähle, keine Ahnung, ob es richtig ist oder nicht, das ist mein persönliches Empfinden. Ich versuche im Moment so viel Geld wie möglich, außer natürlich meinen Notgroschen, den ich habe. Heißt also, ich habe drei Gehälter so an die Seite gespart, dass wenn mal irgendwas passiert, kann ich schnell auf Cash-Reserven zugreifen. Aber große Cash-Reserven behalte ich nicht auf meinem Konto, sondern versuche die direkt zu investieren. Und wenn ich gerade nicht weiß, okay, ich möchte genau in die und die Aktie investieren, versuche ich das direkt in einen ETF zu schieben, wo ich zu 100% weiß, okay, der ist breit diversifiziert und da passiert erstmal nichts mit. Heißt also für euch, um der Inflation aus dem Weg zu gehen, ist es wichtig zu investieren und das könnt ihr zum Beispiel mit einem ETF machen, der breit diversifiziert ist. Heißt, haben wir ja im letzten Video gehabt, wenn das Ganze, wenn ein paar Aktien da drin nicht gut funktionieren oder ein paar Anteile, dann gleicht das sich durch Aktien, die in diesem ETF sehr gut funktionieren, wahrscheinlich aus. Klar gibt es Schwankungen hoch und runter, komplett normal. Aber auf lange Sicht macht ihr mit einem World Index immer Plus. So war das immer und die Wirtschaft wird immer weiter wachsen. Es werden neue Zweige aufgemacht und die Menschen werden trotzdem noch weiter konsumieren. Allerdings wird unser Geld stetig immer weniger wert. Das kann man sehr schön am Dollar sehen, denn der hat einfach 98% seiner Kaufkraft verloren seit Einführung. Da überlegt euch mal, wie viel es ist. Und das Schönste daran ist einfach, wenn man das mal vergleicht, Kaufkraft von einem Bitcoin, einem ganzen Bitcoin im Vergleich zum Euro oder zum Dollar.
Das ist einfach genau die Kurve in die andere Richtung. Es ist wirklich wild. Deswegen, informiert euch ein bisschen, guckt, welche ETFs ihr gerne besparen möchtet oder welche Aktien ihr besparen möchtet. Ihr könnt ja nicht nur ETFs besparen, ihr könnt auch Aktien besparen. Aber guckt, dass ihr euer Geld nicht einfach so auf dem Konto liegen lasst, weil es wird weniger wert sein. Wie gesagt, ihr merkt es am simpelsten Beispiel, wenn ihr zu McDonald's fahrt und im Drive-In steht und auf einmal ist der Cheeseburger mehr wert, euer Geld hat an Kaufkraft verloren. Und das wird in den nächsten Jahren noch schlimmer, weil die Pandemie war teuer. Merkt euch das. Das war heute ein kurzes Video zur Inflation und warum ihr euer Geld vielleicht anlegen solltet und nicht einfach auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen solltet. Ihr könnt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen, wenn wir da einen kleinen Diskurs führen. Ansonsten, wenn es euch heute gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von diesen Videos, dann abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.